Hallo. Hallo, ich bin Niki. Und ich bin Emmanuel. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Heute haben wir unser erstes Video für euch. Und da soll es um Dinge gehen, die wir benutzen, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Genau. Und deswegen fangen wir gleich mal mit unserem Müll an, den wir euch zeigen möchten. So, was haben wir denn da? Es ging hier um Make-up. Aber Gin ist auch wichtig. Zum schönen Saufen? Mhm. Ah, okay, gut. Kleiner Scherz am Rande. Bier? Entschuldigung. Aus. Gut. Okay, also wir fangen jetzt mit den seriösen Dingen an. Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt schon ein wenig älter als so der Durchschnitt hier. Und deswegen haben wir natürlich auch viel Hautpflege dabei, die speziell für die etwas älteren Semester gedacht ist. Und dazu werden wir dann auch was sagen, ob sie was nützt oder nicht. So. Schaut uns an. Entschuldigung. Ignoriert sie. Okay, also womit fangen wir an? Ihr kennt ihn vielleicht alle, den L'Or Primer von Guerlain. Und ich mag ihn wirklich gerne. Ich nicht. Gut, also... vielleicht noch ein kleines Wort dazu. Ich habe sehr fettige, ölige Haut. Niki eher nicht so. Eher das heißt, trocken. Unsere Hautprobleme sind sehr unterschiedlich. Genau. Das macht es natürlich einfacher, weil wir zufälligerweise die gleiche Foundation-Farbe nutzen können. Die Foundations untereinander zu tauschen, um zu gucken, passt das besser oder passt das besser. Und deswegen gibt es auf unserem Blog, ja sowas haben wir auch, die Spachtelmasse im Testliste, wo wir einen Haufen Foundations durchgetestet haben mit dem Hinweis, für welchen Hauttyp sie am besten geeignet sind. Die müssten wir mal wieder updaten, weil inzwischen ist ein bisschen was dazugekommen. Aber ja, die Liste gibt's, da werdet ihr bestimmt fündig werden. So, also L'Or Primer mag ich sehr gerne, das ist jetzt schon die dritte Flasche. Ja, wird wahrscheinlich wieder nachgekauft, sobald ich mal durch den Rest wieder durch bin. Mein erstes Teil heute ist, wie gesagt, ich habe fettige Haut, ich habe inzwischen entsprechend auch fettige Haare, ein Trockenshampoo. Es gibt nur wenige Trockenshampoos, die tatsächlich bei mir so funktionieren, dass ich nicht aussehe, als sei ich gerade aus der Bäckerei geflüchtet. Von daher mag ich dieses sehr gerne. Es ist ein Standard, er riecht nicht so schrecklich, ist gut zu benutzen, kann ich sehr empfehlen, habe ich schon in mehreren Reserven nachgekauft. Ja. Dieses Frotte-Zeug gibt es übrigens schon eine Million Jahre. Ich kenne es noch aus den 70ern, wo es bei meinen Eltern im Bad stand. So. Das nächste ist, ihr seht es, ein Lidschatten. Man kann Lidschatten aufbrauchen. Und zwar ist das von Catrice, die Bring Me Frosted Cake. Das ist, man sieht es nicht mehr, ein hellbeiger Lidschatten, den ich nutze, um den Lidschattenprimer zu setten. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für setten? Wir werden es googeln. Also, das Zeug regelmäßig leer. Ich habe jetzt gestern gesehen, dass Catrice die Einzellidschatten scheinbar aus dem Sortiment nimmt. Das ist natürlich blöd. Das ist ein Jammer. Ich werde aber keine Vorratshaltung betreiben, weil in jeder Palette irgendwie so ein heller Lidschatten dabei ist und die funktionieren eigentlich alle gleich. Gut, also aufgebraucht, Nachkauf aus Gründen nicht möglich. Ein Produkt, das wir beide benutzen und irgendwie aufbrauchen, ist dieser Sephora Micellengel. Ich finde den ganz großartig. Ich komme sehr gut damit zurecht. Ich habe auch schon die nächsten Flaschen in petto und werde sie benutzen. Du bist da kein großer Fan ich von. Ich bin nicht so begeistert davon, aber an dieser Stelle können wir schon mal damit drohen, dass es auch noch ein Sephora-Video geben wird, wo wir euch ein paar Produkte zeigen werden, die man bei Sephora Deutschland kaufen kann und was wir davon halten. Genau. Machen wir doch einfach gleich mit Sephora weiter. Das ist eine meiner allerliebsten Foundations. Es ist die Sephora 10 Hours Foundation. Und ja, es ist meine dritte Flasche in der Farbe. Oh Gott, jetzt kommt das Alter wieder.
14 Clair oder Light und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Also es ist eine gute Foundation, die auf einer Mischhaut, also leicht ölige T-Zone, Wangen und so weiter eher trocken, wirklich bombastisch hält, sogar ohne Primer. Also Auf fettiger Haut dann nicht mehr. mein Liebling. Genau. Bleiben wir im Sephora-Thema. Ich kaufe sehr gerne bei Sephora einen, schon bevor es das in Deutschland gab. Von daher habe ich einiges aufgebraucht. Dieses Öl nennt sich Huile Nourrissante qui fait tout, All-in-One Nourishing Oil. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Öl, das alles macht. Ein Baobab-Öl. Ja. Es kann alles und ich glaube wirklich, dass es alles kann. Ich kann mich damit abschminken, ich kann es mir in die Haare schmieren. Ich mache auch alles damit und habe noch 3 Flaschen in Reserve, weil ich das Schnitzel Zeug, braten? wahrscheinlich geht auch das. Ich würde es nicht probieren. Es ist einfach Ja. nur das Allround-Öl. Gerade wenn ich verreise, nehme ich es mit, weil ich damit eigentlich alles machen kann. Meine Nagelhaut einschmieren, meine Wimperntusche abnehmen. Die Haarspitzen glätten, es funktioniert alles. Rostige Gartentore, Scharniere ölen, ja, wunderbar. Nein, im Ernst, ich habe das tatsächlich gemacht mit dem anderen Körperöl, was ich mal hatte. Irgend so ein Scharnier steckte fest, ich hatte nichts da, das Körperöl draufgesprüht, funktioniert und riecht gut. So, jetzt kommen wir mal zur Abwechslung etwas Hautpflege. Das hier ist von Estée Lauder, eine Probe von einem, oh Gott, wenn ich es bloß lesen könnte, Revitalizing Supreme. Das ist eine Hautpflege. Wir werden es dann nochmal genau aufschreiben, wie das Zeug hieß, weil ich kann es gerade nicht so gut lesen. Das Alter, die Brille. Geiles Zeug, mag ich sehr gerne. Ich habe mir auch mal eine große Größe gekauft. Allerdings ist es so unfassbar teuer, dass ich mir das aufspare für Zeiten, wo es meiner Haut wirklich nicht gut geht. Also wenn man krank war oder sonst irgendwie mal Probleme hatte, dann hole ich mir das in einer großen Größe. Aber ansonsten, ja, schön, wenn man das Geld ausgeben möchte, aber teuer. Dann gehen wir mal zu den ganz billigen Teilen. Das klärende Gesichtswasser von Balea mit Fruchtsäure. Selbst bei meiner fettigen Haut ist das Zeug einfach zu aggressiv. Wofür es fantastisch funktioniert, und da werde ich es mir garantiert wiederholen, ist, um Selbstbräunungsunfälle zu reparieren. Das Zeug kriegt alles ab und ist dafür wirklich genial und es ist salicylsäurefrei. Für diejenigen, die das wichtig ist. Ach so, die Kosmetik, die ich verwende, muss Salicylsäure frei sein, weil ich dagegen allergisch bin. Das heißt, falls ihr damit selber auch Probleme habt, es gibt auch irgendeine Erkrankung, deren Namen ich wieder vergessen habe, wo die Leute, die das haben, auch keine Salicylsäure verwenden dürfen, auch nicht in Cremes und so weiter. Ja, also ich bin immer dankbar für Tipps für Pflegeprodukte, wo es nicht drin ist, oder Kosmetik, wo es nicht drin ist. Und deswegen die Sachen, die ich empfehle, da ist garantiert keine Salicylsäure drin. Genau, so. Nächstes Produkt, was ich hier habe, ist der Step One von Make-up Forever, die es ja inzwischen auch in Deutschland gibt. War ein Pröbchen, ist ein Primer und ich fand ihn richtig schön. Er hat, also war angenehm leicht auf der Haut und ich würde ihn mir tatsächlich auch mal in der großen Größe kaufen. Allerdings steht da noch so viel Primer zu Hause rum, dass der auf die irgendwann mal Liste kommt. Ich habe hier einen Bronzer. Es war eine Sonderedition von P2. Es war so ein Kugelding, so Typ, wir machen Meteoriten nach von Guerlain, nur halt in billig und von P2. Die Farbe war sehr schön. Er war ein bisschen schimmrig braun. Ich habe ihn tatsächlich nicht aufgebraucht. Es sieht hier nur so aus. Der ist einfach irgendwann schlecht geworden, weil wer braucht einen Bronzer auf? Das Geräusch gefällt mir. Ja. So, was habe ich als nächstes? Als nächstes habe ich ein Prep and Prime Setting Powder von MAC und es ist leer. Genau, leer ist es vor allen Dingen deswegen, weil es mir irgendwann zerbröselt ist. Ich habe versucht, es nochmal zu pressen, das hat nicht funktioniert.
Ja, also es war okay, aber irgendwie war ich kein besonderer Fan davon. Ich werde es mir nicht nochmal nachkaufen. Das kommt jetzt nicht in den Müll, weil ich die geheime Hoffnung habe, dass es Back to Mac noch gibt und dass ich das gegen irgendwas anderes eintauschen kann. Ach so, ich kann ja auch hier noch Dinge reinwerfen. Wenn wir schon bei Hautpflege sind, du machst gerade hier Radau. Ja. Habe ich hier meine absolute Lieblingsnachtcreme. Sie heißt Super Aqua Salvenew Snail White Cream. Und ja, Snail heißt, da ist Schneckenschleim drin. Die Creme gibt es bei Misha. Sie ist fantastisch gegen Pigmentflecken und wirkt einfach nur grandios. Ich benutze sie nachts, weil sie tatsächlich auf der Haut aussieht wie Penaten. Also weiß, was jetzt nicht so wahnsinnig elegant ist, aber sie fühlt sich einfach nur genial an und die Haut ist danach ein Traum. Und ja, ich werde sie, wie ihr vielleicht aus meiner Begeisterung hören kann, nachkaufen. Das klingt perfekt für Halloween. Man hat ein weißes Gesicht und es ist noch Schneckenschleim. Also das klingt fantastisch. Ich glaube, du nimmst mich nicht ernst. Mach mal weiter. Wir machen weiter, genau. So, ein Klassiker. Nicht leer im eigentlichen Sinne, aber uralt, wie ihr an der Verpackung sehen kann. NYX hat schon seit langer Zeit eine andere Verpackung. Das ist der alte Taupe. Ich habe ihn sehr geliebt. Er hatte sogar dreimal das Hit the Pan erreicht, aber es kommt nicht mehr viel raus. Er ist inzwischen einfach drüber. Ich glaube, ich werde ihn in mein kleines Museum stellen als Erinnerung, weil ich habe so eine leicht sentimentale Macke. Alles gut, mach weiter. Aus der Serie Pflegeprodukte habe ich hier einen Toner, einen Detox Facial Toner, Tonic, beruhigend alkoholfreies Gesichtswasser, Bio-Detox, Vitamin B5, Hyaluron, sicherlich ganz furchtbar großartig, vegan und also eigentlich alles, was man haben will, macht nur leider nichts. Und damit für mich nicht interessant. Ja. Gut. So, nun kommen wir zu einem kleinen Wunderzeug. Das berühmte Advanced Night Repair von Estée Lauder. Es kommt in so einer kleinen Pipette. Ich habe mir diese kleine Flasche aufgehoben. Die werde ich auch nicht wegwerfen, weil die ist super als Reisegröße, weil ich habe es mir tatsächlich in der großen Größe gekauft. Die Meinungen zu diesem Zeug sind durchaus unterschiedlich. Ich finde es furchtbar. Bei mir hat es allerdings bewirkt, dass ich keine Milien mehr habe. Milien sind so kleine, komische Körnchen unter der Haut. Es sind keine Pickel, man kann sie nicht ausdrücken. Und seitdem ich das Zeug benutze, habe ich keine mehr von den Dingern. Also vielleicht eine Mal im Jahr oder so. Und es ist leider sehr, 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 sehr teuer. Allerdings komme ich mit so einer 50 ml Flasche schon so 4 Monate rum. Das relativiert es ein bisschen. Also man kann die Dosierung auch recht gut einteilen. Also ja, von mir eines meiner Lieblings-Nachtpflegeprodukte und ich vertrage es halt unheimlich gut, was immer so eine Sache ist. Aus der Serie Lustige Dinge mit Pipetten hätten wir hier den Luminizing Booster von Sephora. Wie ihr seht, habe ich ziemlich viel Sephora-Zeug, weil ich aus Frankreich komme und das Sephora-Zeug schon immer benutze. Das hier ist das Vitamin C Serum. Ich mag diese Serien sehr gerne, allerdings hauptsächlich das Zink-Serum. Das Vitamin C Serum hat nicht viel bewirkt und mir jetzt persönlich nichts gebracht, werde ich nicht wieder kaufen. Ich kaufe die anderen. Ich habe im Moment das das Zinkserum, Entschuldigung, in Gebrauch. Das Magnesiumserum hatte ich davor. Die benutze ich gerne wieder. Das Vitamin C Zeug fand ich jetzt nichts Bemerkenswertes. So, dann machen wir gleich nochmal weiter mit nochmal Estée Lauder von Advanced Night Repair. Die Augencreme, die tut bei mir nichts. Also nichts. Ich habe sie aufgebraucht. Ich werde das kleine Döschen aufheben, weil man immer mal ein kleines Döschen gebrauchen kann. Aber ansonsten nein. Wie ich vielleicht das ein oder andere Mal erwähnt habe, ich habe fettige Haut. Daher benutze ich sehr gerne Setting Sprays, also gerade mattierende Setting Sprays. In dem Fall das Infallible Fixing Mist von L'Oreal. Das Zeug muss man verdammt gut schütteln, weil das zwei Phasen hat. Ansonsten ist es ziemlich genial, um das Öl in Schach zu halten. Funktioniert wirklich gut.
werde ich mir wieder nachkaufen, sobald ich die 15 anderen Setting Sprays, die man so hat, auch gebraucht habe. Ich habe manchmal das Gefühl, du trinkst es. Ich benutze recht viel, ich Ja, gleich gut. mehr. So, wo waren wir denn stehen geblieben? War das das hier? Ja. Genau. Also hier habe ich nochmal was von MAC Prep and Prime. Heiligsblechle. So, also das ist der Natural Radiance Base Lumiere. Das ist so ein Primer, den man sich auf die Haut tut, dann verteilt. Er ist irgendwie drüber. Ja. Er riecht so ein bisschen vergoren inzwischen. Das ist nicht gut. Also war nett. Ja, nett. Er stand die meiste Zeit im Schrank. Ich habe ihn eigentlich nie verwendet. Also eine Zeit lang mal einen Versuch unternommen, ihn aufzubrauchen. Aber er ist jetzt hinüber und ich versuche ihn einzutauschen gegen was anderes. Wir waren vorhin bei Fixing Sprays. Ich benutze sehr gerne von Alverde, gibt es beim DM, ist Naturkosmetik. Das Fixing Spray, es enthält Alkohol, daher trocknet es ein bisschen aus. Funktioniert für meine Haut, wie gesagt, fettige Haut, sehr gut. Hat Koffein, Kiwi, Calendula, Ananas, Tralala, keine Ahnung drin. Funktioniert prima. Ich benutze das Zeug wie Wasser. So, dann hätte ich hier noch von Ilamasqua das Hydro Veil. Das ist ein Primer von denen und der ist sehr geleeartig, falls man das sieht auf die Entfernung. Also er ist wirklich toll. Ich mag ihn gerne. Die Hydro-Wirkung ist jetzt nicht so bombastisch, wie man sich das erwarten würde, aber er gefällt mir richtig gut. Ich habe mir inzwischen auch die große Packung gekauft. Das einzige Manko an dem Zeug ist, es kommt in einem Napf und mit einem kleinen Spatel, dass man das entnehmen kann. Das ist zwar recht geckig, aber ganz ehrlich, Tuben oder Spender sind mir wirklich lieber. Nächstes habe ich drei Mascaras, weil warum eine, wenn man drei haben kann? Als erstes von Catrice, die Rock Couture, die hat so ein Bürstchen. Das sind, glaube ich, eigentlich Lockenwickler. Also, wenn man nicht sehr lange Wimpern hat, was ich Gott sei Dank habe, von daher geht's, ist das Ding absolut nicht zu gebrauchen. Wenn man lange Wimpern hat, hat es den Riesenvorteil, dass es diese sehr gut trennt. Ich werde es trotzdem nicht nachkaufen. Es war jetzt nicht die Mascara des Jahres. Dann habe ich hier mit einem ähnlichen Bürstchen, was auch aus Silikon Plastik ist, meine All-Time-Favorite immer Oh, die Mascara, ist toll, ja. die YSL Baby Doll. Die hat auch so eine Silikonbürste, allerdings viel kleiner, viel schmaler. Mit der kann man auch arbeiten, wenn man nicht die längsten Wimpern der Welt hat. Sie sehen allerdings hinterher aus, als hätte man sie, und das Zeug ist einfach nur ziemlich geil. Für die ein sehr gutes Tube ist von Wet n Wild die Pinkel Max irgendwas. Ich habe ihren genauen Namen vergessen. Ziemlich gutes Tube dafür und kostet nur einen Bruchteil davon. Darf ich wegschmeißen? Nein, ich leg's dir hin. Du darfst wegschmeißen. Danke. Dann habe ich als dritte wieder eine von Catrice, den Lash Comb. Das ist eine Mascara mit einem Kamm. Das System hatten wir entdeckt vor ein paar Jahren in Frankreich bei Bourjois. Da gab es auch schon mal diese Ja. Kammmascara, die ziemlich genial war. Ich hatte gehofft, da es die von Bourjois nicht mehr gibt, dass die Catrice den gleichen Effekt hat. Leider war dem nicht so. Jetzt ist sie drüber. Schade. So, ich habe jetzt hier mein letztes Produkt. Ein Schlückchen ist noch drin von Armani. Sie, es ist mein Lieblingsduft oder einer meiner Lieblingsdüfte. Ich mag ihn furchtbar gerne. Und ja, ich habe ihn schon nachgekauft. Wenn wir beim Duft sind, wir haben, als wir das letzte Mal in Paris waren, Ja. eine französische kleine Parfümerie entdeckt. Kleines übertrieben, es ist so eine Kette. Die haben in irgendwelchen Bahnhöfen verkaufen die Make-up. Ja, oder Shoppingcentern, ja. Und das Zeug ist in Frankreich produziert, hat eine relativ gute Qualität. In dem Fall ist es Ambre, wie nennt man das? Amber. Dieses braune Zeug, Bernstein. Bernstein und
Orangenblüten, also Ja, aber Ambre Fleur d'Oranger. ne, Und das ist nicht Bernstein, das ist das andere Zeug. Das ist der Amber, dieses Zeug vom Wal. was auch immer. Ja, irgendein Drüsensekret wie. Und dann haben wir noch dieses Braungel. Das ist von Gosch. Gosch gibt es in Süddeutschland nicht. Das heißt, ich habe es gekauft. Ich weiß nicht mehr so genau In wo. Wien wahrscheinlich. Wien oder in London? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es viel zu lange her. Ja. Entsprechend riecht es auch und nein. Ansonsten war es ganz okay. Die Bürste ist viel zu groß, aber war in Ordnung. Dann haben wir hier noch diesen Glibberball. Also das ist die Verpackung von dem Glibberball. Die liebe Niki hat mir von Boccia den, wie heißt das Ding nochmal? Jelly Ball. Den Jelly Ball geschenkt. Ein hochgehyptes YouTube Made Me Buy It Dingsy. Das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Glibberball, also so ähnlich wie Slime, nur halt in Als Ballform. Ball, ja. Mit Aktivkohle. Das schäumt man auf, schmiert sich ins Gesicht und kann damit sich abschminken und Dinge tun. Bei mir hat das hervorragend funktioniert. Wie ihr seht, ich habe es aufgebraucht. Ich werde es nicht nachkaufen, weil es unverschämt teuer ist und ich meine Aktivkohle-Gesichtsseifen gibt es wie Sand am Meer Ja. von DM, von Biore, von ich weiß nicht wem alles. Es gibt keinen Grund dafür, so viel Geld auszugeben. Ansonsten fand ich es nett Ja. und es war gimmicky und angenehm. Ja. Du warst nicht ganz so Ich war nicht begeistert. ganz so begeistert. Ich habe es im Gesicht zum Beispiel nicht vertragen und ehrlich gesagt, die Form, ein Glibberball, man kann es nicht mit in Urlaub nehmen oder verreisen damit und dann ist so eine Tube oder so eine normale Seife einfach viel, viel praktischer. Und wenn man in Und Urlaub fährt, das nicht mitnimmt, dann ist es hinterher vertrocknet. ja, sieht interessant aus. Ist halt nicht so Eine dolle. teure Kosmetikmumie. Du sammelst doch so einen Schmarrn. Nein, nicht Sachen, die leben können. Könnten oder Ja, wie denn? gut, also. Ja. So, damit sind wir am Ende unseres Mülls. Ja, wir sind sozusagen aufgebraucht. Naja. Und hoffen, dass ihr einen besseren Blick auf uns und unsere Konsumgewohnheiten werfen konntet Ja. und es euch vielleicht nicht ganz abgeschreckt hat. Genau. Wir werden dann noch irgendwann einen Anti-Haul machen. Da gibt es nämlich viele Dinge, die wir uns nicht kaufen, weil wir denken, dass es ein Schmarrn ist. Und ja. Und wir werden euch noch ganz viele andere aufgebraucht, nicht aufgebraucht, schlecht geworden, was auch immer Videos Ja, vorführen. das wäre eine schöne Serie. Das Zeug ist mir vergammelt. Also, schönen So, Abend, vielen Dank schönen fürs Abend, Einschalten und tschüss. bis bald.